Denkt man an die besten Defender unter den Guards in der NBA, denkt man wahrscheinlich zuerst an Leute wie Holiday, Smart, Bledsoe, Thompson oder Beverly. Absolut gerechtfertigt, keine Frage, aber ich möchte heute noch einen weiteren Namen mit in diesen Topf werfen, und zwar Frank Ntilikina. Der 21-jährige Franzose der Knicks spielt auch in dieser Saison wieder fantastisch. Was genau ihn defensiv so stark macht, erfahrt ihr heute. Hallo Freunde, hier ist Just a Kid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Gefallen dir meine Videos und du möchtest mehr solche Analysen sehen, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere gerne die Glocke. Heute übrigens Nummer 3 von 7 in dieser Woche, die Hälfte haben wir bald. Dieser Angriff der Mavs zeigt uns da schon eine ganze Menge. Pick and Roll, die Mavs switchen, Frank geht ohne Probleme zum Big, Stärke Nummer 1. Defensive Kommunikation und IQ, er sagt den Switch an, damit der größere Morris zu Paul geht, Stärke 2. Gutes Positioning, er steht genau im Weg zum Korb, Stärke Nummer 3. Er contestet die Passing Lane und bleibt dann vor Hardaway Jr., Stärke Nummer 4. Reaktionsschnell merkt er, dass Randall geholfen hat, geht entsprechend zu Randalls Mann, eine weitere Stärke. Er bekommt eine Hand an den Ball, Nummer 6, und er recovert schließlich und holt den Block. Das waren mal 7 seiner defensiven Stärken in gut 15 Sekunden. Bei diesen 7 bleibt es allerdings nicht und wir gehen seine Stärken heute mal eine nach der anderen durch. Davor noch ein paar Worte zu dieser Possession, weil diese auch wieder eine Menge vereint. Die Taktik der Knicks sieht so aus, dass sie Situationen wie diese hier switchen wollen und so machen sie es ja auch. Hier wieder, nur dieses Mal verpennt Morris das Ganze und Ntilikina muss schnell wieder raus, macht einen tollen Job und verhindert den Wurf. Er kämpft sich über den Screen, switcht aber gleichzeitig zum Screener hin, auch das einer der defensiven Taktikspielchen der Knicks. Er bleibt vor seinem Mann und erschwert den Wurf, so gut wie man es nur machen kann. Die erste Stärke, um die es gehen soll, ist seine unglaubliche Vielseitigkeit. Frank ist groß, athletisch, kräftig, hat lange Arme und Beine. Er kann jede Position fähig verteidigen. Egal ob gegen kleinere, schnellere Point Guards wie Dame, größere Forwards wie Carmelo oder Bigs wie KP. New York wehrt sich hier nicht mehr gegen einen Switch, weil sie Frank zutrauen, dass er den Job erledigen kann. Um noch kurz auf ein anderes Thema zu kommen, Porzingis Körperschwerpunkt ist so hoch, einer der Gründe, warum er Probleme hat, kleinere Gegenspieler wie Ntilikina zum Korb zu pushen. Die Anzahl der Knicks-Possessions, bei denen Frank sogar 3 oder noch mehr Spieler nach Switches verteidigt, ist ungewöhnlich hoch. Hier startet er gegen Fultz, geht über den Screen, switcht zu Carter Williams, hält diesen traumhaft vor sich und verteidigt schließlich noch El-Farouq Aminu. Später bekommt er eine Hand an den Ball gegen Ross. Kommen wir zu Stärke 2, seiner Pick-and-Roll-Defense. Ntilikina ist toll darin, sich über Screens zu kämpfen und dann am Ballhändler dran zu bleiben. Besser kann man eine Drop-Coverage nicht verteidigen. Es wird nicht nur der Wurf genommen, den die Defense will, der Guard kann sogar noch richtig schön contesten. Er hat super schnelle Hände, kann so immer wieder das Dribbling des Angreifers stören und wie hier richtig Druck ausüben. Ein weiterer Vorteil von Ntilikinas Mobilität und Länge ist, dass er Würfe sogar noch contesten kann, wenn er unter den Screen geht. Denn nicht immer steht im Scouting Report, dass er drüber gehen soll, bei schwächeren Shootern wie Adeli muss er das nämlich nicht. Und wie angesprochen kann man problemlos switchen mit ihm, ein Fakt, der ihn noch wertvoller macht defensiv, vor allem gegen Spieler wie Luka. Kommen wir zur Stärke 3, nämlich seiner Defense am Ball. Auch da macht der 21-Jährige regelmäßig einen fantastischen Job. Footwork, Footspeed und schaut, wie er es hier schafft, sich zurück vor Luka zu bewegen und dann noch den Ball wegzuschlagen. Seine Haltung ist allererste Sahne, ebenso wie sein Reaktionsvermögen. Genauso verteidigt man einen Drive. Hier Hand raus, Brust raus, ein gigantischer Schritt, um Dame den Weg abzuschneiden. Und schaut mal, wie gut Dame ist, wie viel Separation er sich hier kreiert hat. Frank Ntilikina bekommt trotzdem noch eine Hand hoch und verändert den Wurf. Recovern ist in meinen Augen eine unterbewertete defensive Fähigkeit. Egal wie gut du bist, die offensive Spieler sind so talentiert, dass sie dich halt auch mal schlagen. Kann man aber, wie Ntilikina, die Sache wieder gut machen, hat man einen gigantischen Vorteil.
und man kann etwas aggressiver am Perimeter verteidigen. Frank ist solide gegen Post-Ups und er ist für einen Guard ein ziemlich überragender Shotblocker. Sein Positioning gegen Drives ist nahezu immer richtig und er hat ein natürliches Feel für den Gegner, wo genau er sein muss, um effektiv zu verteidigen. Und er ist ein Top-Abstopper, kann Richtung und Tempo richtig, richtig schnell wechseln. Außerdem liebt er es, gegnerische Ballhändler schon 94 Feet vom eigenen Korb zu verteidigen. Stärke Nummer 4, wie schnell sich Frank Ntilikina über das Parkett bewegt. Seine Closeouts sind toll, schaut mal, wie er hier zuerst den freien Wurf verhindert, dann den. Hier hilft er beim Driver und checkt mal diesen IQ. Der Spieler in der Ecke ist sein Matchup, sobald er aber sieht, dass Morris den übernommen hat, sprintet er zum anderen freien Mitspieler für ein hartes Closeout. Und wieder diese Fähigkeit, bei hohem Tempo abzustoppen, sodass man eben nicht mit Leichtigkeit vorbeiziehen kann. In dieser Sequenz bleibt er am Ballhändler dran, verteidigt den Drive des Bigs, close dann raus bis in die Ecke. Ntilikina bewegt sich viel, ihm ist kein Weg zu weit. Frank navigiert sich schnell und geschmeidig um Off-Ball-Screens herum, um Shooter zu jagen, die langen Beine helfen, um Platz gut zu machen, die langen Arme helfen, um den Wurf zu erschweren. Hier auch wieder, er wird ausgefaked, landet, geht sofort wieder hoch. Der 21-Jährige ist ein guter Transition-Defender, oftmals der erste Spieler zurück im gegnerischen Fastbreak. Stärke Nummer 5, er antizipiert Passing-Lanes, ohne aber übertrieben zu gamblen. In dieser Szene verhindert er das erste Anspiel, fängt das zweite ab und hier liest er den Kickout-Pass in die rechte Corner. Timing und die langen Arme helfen natürlich. Und abschließend die Stärke Nummer 6, die Kleinigkeiten. Wie oft er um Positioning kämpft und so Plays stört, wie oft er immer wieder kommuniziert, sowie hier den klugen Off-Ball-Switch anzusagen und wie er ständig auf dem Boden liegt, um den Ball zu bekommen. Wie er als Help-Defender immer wieder zur Mitte hin rotiert und so Einfluss auf den Gegner nimmt, der sich dann womöglich gegen einen Drive entscheidet oder auch nicht. Wie cool und erfahren Ntilikina bereits so früh in seiner Karriere spielt. Er geht über zwei Screens und es genügt anschließend ein kleiner Blick, um zu wissen, dass der Off-Ball-Switch ausgeführt wurde, dann hilft er, verhindert einen möglichen Pass raus und um das Ganze noch zu krönen, riecht er den Backdoor-Cut. Der junge Mann hat es defensiv einfach extrem drauf, ich hoffe, das wurde mit diesem Video etwas deutlich. Eine der wenigen Freuden, die man momentan hat, wenn man sich die Knicks anschaut. Danke fürs Anschauen, bis morgen und macht's gut!